dass Deutschland in puncto Familie, in puncto Kinder eher zu den Ländern, die am Schlusslicht, das Schlusslicht darstellen, in der Skala des Schutzes, in der Skala der Förderung, ist inzwischen leider eine Binsenweisheit. Und in diesem Punkt passiert auch in Richtung Familie, in Richtung Kinder nicht so furchtbar viel Positives. Nun ist es auf der anderen Seite nicht so, dass wir ein Informations-, ein Wissensproblem haben, sondern was nötig wäre, eher ein Umsetzungsproblem. Und was man tun könnte für die Kinder, für die Bildung, für die Erziehung der Kinder, das ist etwas, was wir uns im folgenden Gespräch einmal etwas näher ansehen wollen. Dagmar Neubrunner, ich freue mich, dass wir darüber sprechen können. Die Situation in unserem Land ist ja nicht unbedingt so eine furchtbar erfreuliche. Andererseits, um mit Gerald Hüther zu sprechen, haben wir eben dieses Umsetzungsproblem. Eigentlich wissen wir, was unsere Kinder brauchen, oder? Ja und nein. Also eigentlich wissen wir, was unsere Kinder brauchen, weil wir das seit Jahrhunderttausenden in jeder Zelle unseres Körpers einfach gespeichert haben. Wir haben ganz starke Instinkte, die das sicherstellen, dass wir für unsere Kinder so sorgen, dass die Menschheit Ja, weitergeht und überlebt. sonst Und wäre sie längst ausgestorben. genau, das ist ja zum Beispiel ein Riesenentwicklungsschritt von den Reptilien zu den Säugetieren. Das eigentlich Bedeutsame, weshalb es eben auch Säugetiere heißt, ist ja, dass die Reptilien ihre Eier in den Sand legen und die Sonne brütet die aus und dann krabbeln diese niedlichen kleinen Schildkrötchen dann alleine ins Wasser. Da findet Brutpflege bis auf ganz seltene Sondernischen im Grunde nicht statt. Und die Säugetiere haben ja ganz hilflose Jungen, die sogar noch genährt werden müssen. Und dafür musste die Natur als Baumeister einen ganz starken Instinkt einbauen, damit die großen, starken, diese niedlichen, hilflosen Kleinen nicht einfach auffressen, sondern sie schützen unter Einsatz ihres Lebens. Und diesen Instinkt haben wir ganz stark. Und damit verbunden ist ein ganzes komplexes, es ist wie eine Physik der Beziehung und der Bindung. Und die ist ganz tief in uns verankert. Nur das, was wir in unseren Köpfen haben, das passt nicht mehr dazu. Früher war es so, dass wir diesbezüglich zu unseren Kindern überhaupt nichts Eigenes in unseren Köpfen hatten, sondern man hat halt Kinder so und so erzogen, kulturell unterschiedlich, aber es gab feste Regeln, wir haben es so gemacht, wie man das macht, wir hatten da auch gar keine Frage. So, und das war zum Teil gut, zum Teil nicht so gut, aber wir waren wenigstens sicher in unserem Elternsein, das kann man einfach, ne? Das macht man so und so, ist doch klar, haben alle so gemacht. Und das ist heute, Gott sei Dank, aufgebrochen, weil wir ja insgesamt in einem Bewusstseinsprozess sind, wo wir uns auf einmal über alles Mögliche selber Gedanken machen müssen und nicht mehr einfach nur so weitermachen können wie die Altvorderen. So dass wir jetzt eigentlich selber wissen müssten, nicht nur in den Zellen, sondern auch im Kopf, was unsere Kinder brauchen. Und da wird uns aber von interessierter Seite seit geraumer Zeit etwas ganz anderes erzählt, sodass das, was wir in unseren Zellen haben und das, was wir im Kopf haben, überhaupt nicht mehr zueinander passt. Und die Lebensbedingungen, unter denen wir leben, haben sich in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten und Jahren so unglaublich massiv und radikal verändert, dass die Lebensbedingungen auch nicht mehr so wirklich zu dem passen, wie es eigentlich mal gedacht war. Und das führt zu einem Zustand der Desorientierung. Das heißt eigentlich, unser Körper weiß es noch, aber wir wissen es eigentlich nicht mehr so wirklich. Wer ist denn die interessierte Seite? Und nur, dass wir das einfach mal abhaken. Und was steckt als Nutzen dahinter, ein solches Wissen, was vorhanden ist und was letztendlich dazu beitragen soll, dass es unseren Kindern gut geht, zu konterkarieren? Gute Frage. Ich habe, als ich mit dem Wissen der modernen Bindungsforschung konfrontiert wurde und diesen kanadischen Bindungsforscher Gordon Neufeld kennengelernt habe, habe ich dieses Buch von ihm gelesen, Unsere Kinder brauchen uns, und habe gedacht, Mensch, das ist ja hochbrisantes Wissen, wenn das in die falschen Hände gerät. Denn wenn man das umdreht, kann man ja Kinder missbrauchen und manipulieren und so.
und darf ich das denn überhaupt weitergeben, war so meine Frage. Und dann habe ich gemerkt, ach, da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Der Missbrauch dieses Wissens darüber, diese Bindungsphysik, der passiert schon seit Jahrtausenden. Durch die Staaten, durch die religiösen Gemeinschaften, also nicht nur unsere Kirchen, sondern auch alle weltweit. Überall, wo es um Macht geht, wird diese Bindungsphysik, diese Beziehungsphysik gezielt missbraucht. Weil wenn man dieses Wissen darum, was ein Kind braucht, anwendet, dem Kind zuliebe, dann entwickelt dieses Kind ja sich wie so ein Solitärbaum zu seinem vollen menschlichen Potenzial. Und wenn man ein Kind benutzen möchte oder einen Menschen, dann kann man eben dafür sorgen, dass das nicht passiert. Und alle Kräfte, die daran ein Interesse haben, und das ist jetzt nicht nur eine geheime Weltregierung in meinen Augen, sondern das sind ganz viele Gruppierungen, die alle finden, oh lecker, diese Menschlein, die wollen wir doch gerne für uns benutzen, die missbrauchen dieses Wissen. Und deswegen habe ich es mir eben zur Aufgabe gemacht, dieses Wissen an diejenigen zu bringen, die das größte Interesse daran haben, es zum Wohl der Kinder zu benutzen. Und wenn wir das wissen, wie wir funktionieren, wie unsere Kinder funktionieren, können wir auch die Manipulation leichter durchschauen. Du sprichst Neufeld an, du sprichst das Thema Bindungsphysik an. Mhm. Ein schöner Begriff. Was steckt dahinter? Was ist das Besondere, dass du sogar fast zurückgeschreckt bist, als du Neufelds Buch gesehen hast und gesagt hast, das ist ja echt brisant. Also was sind die Mechanismen, mit denen Kinder erzogen werden könnten, im Sinne der Selbstentfaltung, aber auch im Sinne, wenn ich es missbrauche, im Sinne der Versklavung, sage ich mal. Wahrscheinlich ist das ja... Das Brisante für mich war, dass mir auf einmal deutlich wurde, wir leben in Bezug auf unsere Beziehungen so ein bisschen wie der Fisch im Wasser. Wir sind alle Bindungswesen. Ich habe es erklärt, wie das evolutionär zusammenhängt. Wir brauchen einfach Schutz und so weiter. Und das ist so, wie wenn die Fische im Wasser leben und gar nicht auf die Idee kommen, dass es sowas wie Wasser gibt. Denn Wasser ist immer da, wo kein Wasser ist, kein Leben. Und erst ganz spät in der Entwicklung der Fische würde jemand drauf kommen zu sagen, Mensch, dieses da, was immer da ist, das ist doch eigentlich das Wichtigste. Und so ist das für uns mit der Bindung, mit den Beziehungen zwischen den Menschen. Wenn das nicht da ist, es gibt ja Experimente von irgendwelchen antiken Königen, wo dann die Ammen nicht mit den Kindern sprechen durften, weil der König wissen wollte, was ist die Ursprache. Die Kinder sind alle gestorben. Wenn das Wissen, diese Bindung nicht da ist. Ja? Nur in Klammern ein total spannendes Experiment, weil es Friedrich II. Hat das gemacht. Der hat es auch gemacht, aber es war im alten Griechenland auch schon mal jemand. Ja. Und es sich dann nämlich herausgestellt hat, wenn du null Kontakt hast und die Kinder, das hat Friedrich II., hat das mit null Kontakt, mit einer optimalen nahrungsmäßigen physischen Versorgung. Die haben alles bekommen zum Essen und so weiter, aber es war ein totales Schweigen und eine totale Nichtkommunikation, was Sprache betraf. Seine Idee war, dann müssen die Kinder ja von sich aus die menschliche Ursprache, dem wollte er auf den Grund gehen, nachgehen. Und das Ergebnis war, er hat es dann abgebrochen, weil er eben ein moralisch und ethisch sehr hochstehender Kaiser gewesen ist. Es sind alle gestorben. Genau. Die physische Versorgung ist... Ist auch wichtig, ist aber auch wichtig. Genau, und das ist der Punkt. Das heißt, dieses Experiment hat im Grunde das Wasser sichtbar gemacht. Ja. Was das Wasser für die Fische ist, ist die Bindung für uns. Und wir haben uns damit nie befasst, weil es so allgegenwärtig war, immer in der Geschichte der Menschheit. Und jetzt, als ich das Buch gelesen habe, habe ich dann eben gemerkt, es gibt da Gesetzmäßigkeiten und Regelhaftigkeiten. Wir erleben es in unserem Alltag so, Beziehungen klappen oder klappen nicht und mal so, wir streiten uns, wir vertragen uns, wir lieben uns, wir hassen uns und wir haben immer so das Gefühl, ich habe das gar nicht unter Kontrolle und ich weiß eigentlich nie so richtig, was eigentlich los ist, sondern es ist so ein blindes Tasten. Und
wenn man das Wissen der Bindungsforschung dazu nimmt, dann sieht man auf einmal, ach so, da gibt es ganz klare Regeln. Das ist wirklich wie Physik. Und wenn man die befolgt, dann läuft das alles ganz anders und viel, viel glatter und viel nährender und viel problemloser. Denn eigentlich ist es von der Natur so eingerichtet, dass Kinder total problemlos von denjenigen, die für sie verantwortlich sind, erzogen werden können. Kinder sind da überhaupt nicht so anspruchsvoll. Tarzan konnte sogar von einer Äffin irgendwie überlebt oder Romulus und Remus, das sind jetzt die Extrembeispiele. Das heißt, es geht eigentlich, sollte es leicht gehen. Und bei uns geht es aber nicht mehr leicht, weil wir das Falsche in den Köpfen haben und uns auch nicht mehr trauen, unserer Intuition zu folgen, die uns eigentlich sagen würde, wo es lang geht. Aber das lernen wir ja auch nicht mehr, beziehungsweise wir verlernen ja systematisch, unserer Intuition zu folgen. So, das bedeutet, die Erkenntnis Nummer eins ist Bindung, Zuwendung, eine Person, der sie sich vollkommen anvertrauen können und bei der sie sich geborgen fühlen können, sind das Allerwichtigste für Kinder. Das ist noch wichtiger als Nahrung und Sicherheit. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn da der Laster kommt und da das Essen steht und da hinten ist Mama, das Kind rennt zur Mama. Ja? Und man weiß auch aus Untersuchungen an Kindern in Kriegsgebieten, wo die schrecklichsten Dinge passieren und Bomben fallen und alle müssen flüchten und es gibt nichts zu essen und es ist kalt. Kinder können diese Aspekte von Krieg relativ unbeschadet überstehen, wenn sie bei ihren Bezugspersonen sind und die ihnen vermitteln, alles im Prinzip gut, Mama passt auf, in Wirklichkeit kann Mama überhaupt nichts tun gegen die Bomben, aber unser Instinkt ist es, dem Kind zu vermitteln, es ist alles okay. Und damit bist du aber bei der ganz, ganz großen Rolle, die die Eltern, die in erster Linie natürlich die Mutter, ja. Aber die Eltern in dieser Bindung haben, durch nichts zu ersetzen, was welches Staatssystem auch immer anzubieten hat. Das ist genau der Punkt. Und wie ich eben schon gesagt habe, die leibliche Mutter bietet sich an, einfach weil das Kind schon 9 Monate vorher mit ihr vertraut geworden ist und sie von innen kennt und den Geruch kennt und alles. Zweitens ist die Mutter zum Stillen prädestiniert. Das ist einfach sozusagen mal so eingestielt worden und ist ja auch wunderbar. Aber das Kind kann auch mit dem Onkel und mit der Wölfin und mit allen möglichen anderen überleben. Die entscheidenden Faktoren und auch gedeihen, die entscheidenden Faktoren sind, es muss mindestens eine Person da sein. Diese Person muss sich so verhalten, dass das Kind das Gefühl hat, wenn die da ist, kann mir nichts passieren. Ob das jetzt stimmt oder nicht. Ja? Und es muss eine Kontinuität drin sein. Das heißt, wenn diese Person alle halbe Jahr wechselt, das erleben manche Familien, die finden, ach super, wir nehmen ein Au-pair-Mädchen für unsere Kinder und alle halbe Jahr wechseln die dann wieder oder alle Jahre und wundern sich dann, dass die Kinder, obwohl jedes Au-pair-Mädchen nett ist und lieb mit den Kindern, irgendwie sind die Kinder unruhig und unglücklich und gedeihen nicht so. Dieser Wechsel, den können sie nicht verkraften. Und der Begründer der modernen Bindungsforschung, Sir John Bowlby, ein Engländer, der war Arzt in einem Krankenhaus und hat eben an den Kindern geforscht, die damals in den 50er Jahren, wie es bei uns ja auch zum Teil immer noch so ist, aber man hat da schon dazugelernt, die kamen ins Krankenhaus und dann war Schluss. Die Eltern durften dann am Sonntag von 3 bis 4 mal kommen und am besten nur durch die Glasscheibe, weil das Kind sich dann immer so aufregt. Und diese Kinder sind im Grunde, hatten dann zwar ihren Blinddarm operiert, waren aber tiefst traumatisiert. Und das hat der untersucht. Und er war deswegen dazu prädestiniert, weil er in einer Familie aufgewachsen war, eben englische Upper Class, mit Kindermädchen. Und als er 4 Jahre alt war, ist das Kindermädchen, mit dem er aufgewachsen war, weggegangen. Und es war für ihn praktisch so, er hat mit 4 Jahren seine Mutter verloren. Hat aber keiner gemerkt, es war ja nur das Kindermädchen. Das heißt, wir Erwachsenen neuerdings in dieser anonymisierten Welt definieren uns über Rollen. Und wenn ich die Mutter bin, bin ich die Mutter und dann schenke ich meinem Kind eine halbe Stunde Quality Time und das Kind merkt ja, ich bin die Mutter.
Aber für das Kind ist einfach derjenige, der es tröstet, der da ist, der Verlässlichkeit bietet, der Augenkontakt und all diese Sachen hat, Zärtlichkeit, Geborgenheit, das ist sozusagen die Mutter. Ja? Und der Begriff Tagesmutter besagt ja schon, dass die Frau, die die Tagesmutter nimmt, ja, bin ich dann die Nachtmutter oder was? Ja? Nachts schläft das Kind überwiegend, schade eigentlich. Ja. Also das ist einer der ganz zentralen Erkenntnisse und das wird versucht, uns auszureden. Es wird versucht, uns zu erzählen, es gäbe so etwas wie einen Muttermythos und das wäre alles Quatsch und die Eltern würden sich viel zu wichtig nehmen und die Kinder bräuchten mindestens, wenn sie ein Jahr sind, eigentlich andere Kinder. So ist die Natur aber nicht strukturiert und das hat jetzt mit überhaupt nichts mit politischen oder ethischen Normen zu tun oder Weltanschauungen, sondern es ist einfach ganz klar, Kinder sind darauf angelegt, was uns Menschen ausmacht, ist ja, dass wir über die physische, biologische Evolution, dass wir da praktisch eine kulturelle Evolution noch draufgesetzt haben. Und Kultur wird weitergegeben von den Älteren an die Jüngeren. Jetzt haben wir noch eine technische Meta-Evolution drüber gesetzt. Und das erfordert aber einen Austausch. Und wenn wir jetzt, die Kinder sind also darauf angelegt, die kommen auf die Welt und gucken, wo sind hier die Leute, die muss es geben, das ist einfach der Plan, die für mich verantwortlich sind und an denen ich mich orientieren kann. Und wenn die ständig weg sind, dann sucht das Gehirn und nimmt dann halt die da sind. Wenn ich also das Kind mit einem Jahr in die Krippe tue und da sind den ganzen Tag nur andere Einjährige, dann fängt das Kind an, sich an den anderen Einjährigen zu orientieren. Von wem sollen denn Einjährige sprechen lernen? Von den anderen Einjährigen? Von wem sollen sie alles... Ja, du lachst. Ja, nein, du hast ja völlig recht. Es gab ein Plakat von den Grünen, wo es hieß, da sah man so ein einjähriges Kind, was da so ganz traurig saß. Und dann stand da, alleine spielen ist doof. Und das ist war durchgestrichen und dann stand, macht doof. Ja? Das heißt, ein Kind, was nicht in der Krippe ist, muss ja alleine spielen, ganz alleine zu Hause im Keller irgendwie. Und das macht doof. Ja. Dass dieses Kind eigentlich zu Hause bei der Mama auf der Spüle sitzt und ihr die Möhre anreicht fürs Mittagessen oder mit dem Topf klappert, wenn oben Mama oder Papa rühren und unten rührt das Kind und so. Das wird ausgeblendet. Und das heißt, es ist ein Eltern werden verunsichert. Ihnen wird ausgeredet, dass sie wichtig sind für das Kind. Es gibt ja dieses bekannte Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Das war ursprünglich so angelegt, jedenfalls wird das behauptet, bevor die Eltern, weil sie völlig überfordert sind, ihr Kind aus dem Fenster schmeißen, sollen sie es lieber alleine einschlafen lassen. Und das Kind soll lernen, alleine einzuschlafen, damit es nicht misshandelt wird. In Wirklichkeit ist alleine einschlafen, noch dazu ohne Schreien, natürlich etwas... Das Kind hat in jeder Zelle seit Jahrmillionen, noch als es ein Schimpanse war, so ungefähr, eingebaut, nie alleine, nie im Dunkeln einschlafen. Ja? Da kommt der nächste Säbelzahntiger und frisst mich. Das heißt, es ist total gegen den Instinkt des Kindes. Uns wird heute, und natürlich bevor die Mutter das Kind aus dem Fenster schmeißt, ist es besser, das Kind lernt, ohne Mucks einzuschlafen und geht dann, wenn es groß ist, zum Psychologen und lässt sich das Aua wieder auflösen. Aber es ist, das ein Kind gerät Programm. Eigentlich in Panik. Ja. Und zwar bis vor 100 Jahren zu Recht. Ja? Es gerät in Panik, wenn es alleine im Dunkeln einschlafen soll. Das Kind hat keine Ahnung, dass Mama nebenbei im Wohnzimmer sitzt und strickt und Fernsehen guckt oder so. Sondern es ist alleine, es ist im Dunkeln so, also schreit es wie verrückt. Und dann wird in diesem Buch, weil man weiß, dass die Mutter eigentlich und der Vater im Übrigen, jeder fühlende Mensch, in jeder Zelle hat, wenn ein Kind schreit, deswegen schreien die ja auch so laut und so hoch, da muss ich hin, da muss ich helfen. Da unser Adrenalinspiegel steigt, das macht ganz viel mit uns, auf der rein biologischen Ebene. Das geht dir ja selbst bei fremden Kindern so. Natürlich. Wenn du im Flugzeug sitzt oder irgendwo da. Man kann es kaum aushalten. Man kann es kaum ertragen. Weil man eigentlich es trösten möchte. Ja. So, dann steht dann in einem solchen Buch,
Also der Vater soll dann eben die Tür bewachen und die Mutter soll am besten irgendwo hingehen, sich einschließen lassen vom Vater, damit sie diesem starken Instinkt, das Kind zu trösten, widerstehen kann. Ja? Was sind das für Empfehlungen? Ja, das sind Empfehlungen, die mit dem Argument herausgebracht wurden, besser als dass das Kind aus dem Fenster geschmissen wird. Ja, gut, also. Aber was daraus gemacht wurde, war, jeder, der noch so blöd ist und sich auf dieses Bedürfnis seines Kindes einlässt, ist eigentlich ein Weichei. Und mein Kind schläft schon ganz alleine ein und mein Kind schläft auch durch. Jedes Kind in der Steinzeit, was durchgeschlafen hätte, wäre an einem erloschenen Feuer weil, als Skelett aufgewacht. Und die Programme, ja. Das, was du sagen willst, ja. Und was du sagst, ist ja, dass diese Programme nicht einfach nur deswegen, weil heute eine totalitäre Staatszugriffsideologie immer stärker stattfindet, diese Programme einfach zu löschen sind. Das ist ja völlig, völlig naiv. Und letztendlich entsteht, das ist das Gefährliche bei dem, was du sagst, entsteht ja bei einem Staat, der auf eine solche Programmstruktur des Menschen keine Rücksicht nimmt, entsteht etwas Totalitäres. Denn ich muss ja Menschen, Kinder, Eltern, wen auch immer, dazu zwingen, sich so zu verhalten. Und damit bin ich in dem totalitären Ansatz drin, weil es wieder die Natur ist. Ja, und es ist noch schlimmer, Michael, denn der Punkt ist, dass eigentlich das Programm der Bindung nicht so passiert, dass das Kind geboren wird, einmal Mama anguckt, einmal an den Busen andockt und dann fertig, ab ist die Bindung, sondern Bindung ist wie die Wurzeln eines Baumes. Es dauert mindestens unter idealen Bedingungen 6 bis 7 Jahre, bis das Kind mit seiner Bindungswurzel sozusagen, mit seinen verschiedenen Wurzeln, Grundwasser erreicht hat. Das heißt, im ersten Lebensjahr bindet sich das Kind über Physis, ja, Mama riechen und schmecken und es muss immer jemand da sein. Im zweiten Lebensjahr, das ist auch die Grundlage des Spracherwerbs, bindet sich das Kind über Gleichheit. Alles so machen wie die anderen, diese kleinen Papageien, ja, und genau so anziehen und Mamas Schuhe oder rumstockeln und so. Im dritten Lebensjahr bindet es sich über, ja, so Loyalität und Besitzanspruch. Das ist mein Garten und meinem Papa gehört der Spielplatz und das ist meine Mama und wehe, die telefoniert zu lange, dann muss ich aber mal und so. Das ist so das sind so kleine Ritter im Grunde über Loyalität. Dann mit dem vierten Lebensjahr frühestens kommt Bindung über Wertschätzung. Das heißt, das Kind ist dann mit 4 Jahren schon an dem Punkt, dass es merkt, eigentlich bin ich ein ganz eigener Mensch und ich habe einen ganz einzigartigen Beitrag zu leisten. Und meine Eltern sehen den, die schätzen mich wert, weil ich so bin, wie ich bin. Und dann mit 5 Jahren ungefähr kommt das Kind überhaupt erst an die Ebene der emotionalen Bindung über das, was wir Liebe nennen. Natürlich strahlt auch ein Neugeborenes schon Liebe aus, ganz klar. Aber 5-Jährige fangen an, uns auch als Individuum zu lieben. Also da fangen sie an, uns Herzchen zu malen und Mama, ich liebe dich und Papa, ich will dich heiraten und so. Da sagt zum Beispiel gerade zu diesem Thema, da hat Sigmund Freud ein absolutes Kapitalverbrechen begangen. Er hat nämlich diesen Wunsch der Kinder in diesem Alter umgedeutet auf sexuelle Wünsche. Kein 5-jähriges Kind hat den Wunsch, mit seinem Vater oder Mutter Geschlechtsverkehr zu haben, sondern heiraten und lieben ist einfach das, was sie kennen an Vokabeln, wenn man immer mit jemandem zusammen sein möchte. Du sagst, es ist klar, es ist aber die ganze Zeit mit Ödipus-Komplex und Elektra worden, als hätten, und das ist eine gefährliche Sache, weil den Kindern sexuelle Wünsche unterstellt worden sind im Hinblick auf eine erwachsene Geschlechtlichkeit, was überhaupt nicht stimmt. Das heißt, dann mit 5 Jahren kommt diese Schicht, ich will es noch eben zu Ende führen, und wenn das klappt, wenn das Kind also einen Erwachsenen hat, den es lieben kann, im Idealfall Mama und Papa und Oma und so, aber egal, Hauptsache eine Person, dann kommt auch noch dann die 6. und tiefste Bindungsstufe, die Bindung über seelische Nähe, über Vertrautheit. Das heißt, das Kind hat dann den Impuls,
Mama alles zu erzählen und über seine Pläne und Befürchtungen zu reden und dass es die Vase kaputtgeschmissen hat. Ein Dreijähriges hat keine Probleme damit, das nicht zu sagen. Ja? Da war es der Bär. Da war es der Bär. Ja. Aber ein Sechsjähriges oder ein Fünfjähriges, wenn die Bindung auf dieser Ebene gelungen ist, spätestens beim Guten Nacht sagen, Mama, ich muss dir noch was sagen. Ne? Oh, und dann geht es ihm wieder besser, weil es praktisch ein Geheimnis schon als Trennung empfindet. Das muss alles ablaufen und dafür ist eine ganz große Kontinuität da. Und weswegen das, was im Moment passiert, so noch schlimmer ist als das, was du gesagt hast, was schon schlimm genug ist, dieser totalitäre Zugriff, wenn ein Kind an dieser Bindungsstufe nicht ankommt, das also nicht erfährt in seinen ersten Beziehungen, weiß es ja im Grunde gar nicht, dass es das gibt. Und viele, viele Kinder heute kommen nie auf diese Ebene und die binden sich auch später nur auf der Ebene der physischen Anwesenheit, also chillen zusammen ab. Ja? Mhm. Chillen heißt übersetzt frösteln übrigens. Ja? Sie sind alle cool, man hat das Herz gepanzert, gut geschützt, man hängt zusammen, die elektronischen Geräte ermöglichen das noch, dass man ununterbrochen diesen physischen Kontakt hat, ja, wenigstens über SMS und Word-App und was alles. Sie binden sich über Gleichheit, alle dieselben Jeans, alle denselben Pullover, dieselbe Frisur, dieselbe Musik und so weiter. Konformität pur, Uniformität, super. Das, was das System angeblich so verachtet, Militarismus, Uniform, gleich, ja. Hier haben wir es genau. In Reinkultur. Da ist gar kein, wenn man über Gleichheit gebunden ist, und das sind eben ganz viele Jugendlichen in der Schule, weil sie da ja auch immer mit Gleichaltrigen zusammen sind, da kann sich kein Kind erlauben zu erzählen, ich war am Sonntag mit meinem Opa angeln und das war ganz toll und mein Opa hat gesagt und so, uncool, ja. Oder mein Goldhamster ist gestorben und ich habe den ganzen Nachmittag geweint. Uncool, Heulsuse, Mamasöhnchen, Weichei, Schattenparker und so weiter. Das heißt, diese tieferen Bindungsebenen werden gar nicht mehr erreicht, weil dafür gar nicht mehr der Raum da ist. Und das heißt, wenn sie dann später ihren Partner suchen, um selber eine Familie zu gründen und im Umgang mit ihren Kindern, geben sie sich dann auch mit oberflächlicheren Bindungsstufen zufrieden. Und sie merken gar nicht mehr, dass da das was fehlt, weil sie das gar nicht kennengelernt haben. Das ist so wie jemand, der irgendwie nie die Möglichkeit hatte zu laufen und dem es gar nicht auffällt, dass man doch da unten noch sowas baumeln hat, mit dem man irgendwas machen könnte. Ja? Der gar nicht auf die Idee kommt zu laufen. Du produzierst natürlich auf die Art und Weise eine Generation, die das Versäumnis der jetzt aktuellen Situation auch noch an die nächste weitergibt. Also ich habe also auch noch einen Generationsschaden, den ich auf die Art und Weise anrichte. Und dazu kommt noch, unser Gehirn muss sich ja erst ganz komplex entwickeln. Und kleine Kinder können noch nicht viele Reize gleichzeitig verarbeiten. Das heißt, wenn ich ein Baby bade und nehme es raus, schreit es Mörderio, weil das unangenehm ist. Wenn ich aber 20 Sekunden vorher anfange, ihm was vorzusingen, schaltet das Gehirn auf Audiokanal und dann merkt es gar nicht, wenn es rausgenommen wird. Also erfahrene Mütter, ich habe das leider zu spät gehört, wissen das. Ja? Man lenkt das Kind ab. Ablenken, und weil es noch nicht Multitasking kann, funktioniert das. Die spätere Ebene ist dann, kennen die Eltern unter uns alle, wenn Papa am Wochenende mit dem Kind jetzt gerade ganz eng ist und so und dann kommt Mama rein, Mama, du sollst weggehen, ja? Papa soll mich ins Bett bringen. Oder umgekehrt, wenn der Vater zu viel weg ist, dann heißt es, nein, Mama soll mich ins Bett bringen und Papa soll nicht und du sollst mir nicht vorlesen, Mama soll das machen, weil die Kinder das noch nicht gleichzeitig können, sondern nur abwechselnd, ja? Und das ist diese Polarisierung, das ist im Grunde nur Unreife, das kann reifen. Wir haben aber ganz viele Erwachsene, bei denen das auch so ist. Und wenn Werder Bremen toll ist, dann muss HSV das Letzte sein. Und wenn der gut ist, dann muss der böse sein. Dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist ein Reifeprozess, der allmählich kommt. Und das heißt, ich habe vorhin gesagt, wenn das Kind die ganze Zeit den Gleichaltrigen hingeworfen wird und die Eltern sind weg, muss das Gehirn sich entscheiden und wenn es sich für die Gleichaltrigen entschieden hat, dann ist das die Zielgruppe für Bindung, weil es sich ja auch in der Phase noch über Gleichheit bildet. Und bindet. Für Entwicklung. Und dann sind die anderen doof. Das heißt, alle Erwachsenen sind eigentlich uninteressant. Und das bedeutet, Entschuldigung, du wolltest was sagen? Nein. Mach. Das bedeutet, wenn diese Kinder nicht nur, dass sie unter den anderen Gleichaltrigen nicht so gut
sprechen lernen können. Der Wortschatz unserer Kinder ist implodiert in den letzten Jahrzehnten. Der war um ein Vielfaches höher, weil halt immer die Einjährigen mit den Einjährigen, die Zweijährigen mit den Zweijährigen, die Zehnjährigen mit den Zehnjährigen zusammen sind. Sondern sie haben da weniger Geborgenheit. Die anderen Einjährigen können sie nicht trösten. Und sie haben, die Erwachsenen sind nicht mehr attraktiv. Sie entsprechen nicht dem, was das Gehirn entschieden hat. Das sind jetzt meine Leute. Und das wirkt sich in der Schule spätestens so aus. Und das ist ein Kernproblem, mit dem auch die guten Lehrer zu kämpfen haben. In der Schule wirkt sich das so aus, dass die Kinder, die eben früh schon immer im Kindergarten waren, die haben überhaupt kein Interesse an dem Lehrer und an dem, was der zu sagen hat, sondern für die ist nur das interessant, was die anderen Kinder zu sagen haben und was die auf ihrem Handy haben und was deren Ansichten sind. Das heißt, die Lehrer stehen vor der Situation und die Eltern auch, dass sie jemandem etwas weitergeben sollen und dass sie jemanden unterrichten sollen, der gar nicht an sie gebunden ist. Das Gehirn ist aber so strukturiert, schlauerweise, der, an den ich gebunden bin, von dem will ich lernen, von allen anderen nicht. Ja? Und das ist super, denn sonst würde unser Kind von jedem bösen Onkel annehmen und so, ne? Von der feindlichen Steinzeitsippe. Das funktioniert so. Wir Kinder sind total wiss- und lernbegierig, aber das funktioniert immer über Bindung. Den, an den ich gebunden bin, von dem will ich alles wissen und die anderen interessieren mich nicht. Und wenn die Kinder, was eben heute praktisch schon die Regel geworden sind, ihre Hauptbindungen an die anderen Kinder haben, anstatt an die Erwachsenen, dann bricht praktisch flächendeckend, und das ist genau das passiert hier gerade, der kulturelle Transfer zwischen den Generationen bricht zusammen. Ja. Vor 100 Jahren haben noch, in einigen Gegenden ist es manchmal auf dem Land noch so, beim Schützenvereinfest, aber vor 100 Jahren war es noch normal, dass alle Generationen auf denselben Festen zur selben Musik getanzt haben und miteinander gefeiert haben. Heute haben wir die Ü20, Ü30, Ü40, Ü50 Party. Die Kinder haben ihr eigenes Essen, die haben ihre eigene Kleidung, die Kinderzimmer sind sofort als Kinderzimmer zu erkennen. Es ist alles total horizontal getrennt und die Kinder haben überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass die Erwachsenen diejenigen sind, von denen sie was lernen wollen, sondern es gibt immer alle 10 Jahre eine neue Jugendkultur. Und die Kinder, wenn man sie fragt, was sie werden wollen, ja, sie wollen alle Rockstar werden oder Fernsehstar oder so, weil das ist, was sie sehen. Der Fokus, genau. Genau. Ja. Damit wird auch in wunderschöner Weise, wie du das herrlich beschrieben hast, auch das Cui Bono deutlich. Ich habe am Ende einer solchen bindungslosen Gesellschaft einen herrlich manipulierbaren Konsumenten, der im kapitalistischen System bestens funktioniert. Ich brauche in den entsprechenden Stufen meiner altersmäßigen Entwicklung, nicht der geistigen Entwicklung, sondern der altersmäßigen Entwicklung, brauche ich eben meine entsprechenden Accessoires, die dann cool sind, die in sind. Du hast von den Klamotten gesprochen, du hast von was weiß ich, was an der Uniformität gesprochen, das ist natürlich großartig. Ich habe Leute, die über diese Dinge nicht mehr nachdenken, sondern einfach Konsumenten sind. Und insofern halte ich das alles nicht mehr für einen Zufall, dass das so ist. Ja, das Vertrackte an der Sache ist aber, es gibt ja diesen Spruch von weiß Gott wem, dass man einen Sklaven nur befreien kann, wenn er sich seiner Versklavung bewusst ist. Und das Vertrackte an dieser Situation ist, dass die Eltern zwar ganz vage, tief in ihrem Herzen und in ihren Zellen das Gefühl haben, hey, irgendwas läuft doch hier schief, irgendwie habe ich mir doch meine Elternschaft und mein Familienleben anders vorgestellt. Aber unsere Köpfe sind so angefüllt damit, dass es nun mal so ist, dass die Eltern, wenn dann das Kind sagt, Mama, Mama, ich will bei dir bleiben, ich will nicht in den Kindergarten, bitte, 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 fleh, 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 dass die Eltern sich schämen, weil ihr Kind so unselbstständig ist und dass die Erzieherin in dieser Situation, wo das Kind wirklich schreiend sich an die Mutter klammert, vorm Kindergarten, dann sagt die Erzieherin, ja, sie müssen ihr Kind jetzt mal loslassen. Und der beruhigt sich dann schon.
Das stimmt auch, der beruhigt sich auch, weil das Gehirn in absoluten Notsituationen so eine Art Notabschaltung macht. Ich wollte gerade sagen, schaltet dann einfach um. Ja, oder das ist auch das Berühmte, sich in den Schlaf schreien. Ja. Das Kind schläft im Grunde nicht ein, sondern es wird bewusstlos. Ja? Das ist für das Kind eine so unerträgliche Situation, dass das Gehirn praktisch eine Notabschaltung macht. Und diese ganzen Signale, die das Kind, die ganze Situation wird total fehlgedeutet. Und das liegt daran, dass uns die ganze Zeit etwas Falsches in die Köpfe verankert wird, sodass wir die Signale unseres Körpers und dass wir eigentlich unser Kind so wieder mitnehmen wollen. Aber wir müssen ja arbeiten und aber, wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir unseren Anschluss. Und wir sind heutzutage auch als Frauen, Gott sei Dank, gut ausgebildet und wollen auch unser Gehirn weiter benutzen, obwohl wir Kinder haben. Und auf die Idee, dass wir die Gesellschaft so gestalten könnten, dass das möglich ist, dass beides möglich ist, kommen wir gar nicht. Es ist ja nun mal so, man muss sich entscheiden und so weiter. Und dann handeln wir gegen unsere Intuition, sind kreuzunglücklich. Und die Grundlage dessen, was uns erzählt wird, das ist auch noch ganz interessant, wo du sagst, das ist vielleicht kein Zufall. Es gab eigentlich vor dem Zweiten Weltkrieg eine ganz weit gediehene Forschung zu dem Thema, wo es auch Forscher gab, die sagten, Mensch, wenn man sich das jetzt genau anguckt, der Name ist in dem Buch von Gordon Neufeld, Unsere Kinder brauchen uns, erwähnt, ich habe ihn jetzt nicht parat, von diesen, es waren zwei Forscher, die haben da ganz bedeutende Arbeiten veröffentlicht, dass das auch sozusagen die Grundlage des Friedens in der Welt ist. Denn wenn Kinder in dieser Geborgenheit aufwachsen und ihre Bedürfnisse gestillt sind, dann ist auch das Problem mit der Aggression überhaupt nicht mehr in dieser Weise scharf und so. Und dann kam aber der Krieg und es geriet irgendwie in Vergessenheit. Und nach dem Krieg ist dann in Amerika der Behaviorismus entwickelt worden. Das ist Verhaltenspsychologie. Und das ist entwickelt worden von Biologen im Labor anhand von Nagetieren, mit denen sie überhaupt keine Bindung eingingen. Die sind da in ihren Käfigen dahin vegetiert. Und ab und zu mussten sie dann irgendwelche Aufgaben erfüllen. Und wenn sie es richtig machten, kriegten sie einen Brekkie. Und wenn sie es falsch machten, kriegten sie einen Stromstoß. Und dann wurde eben untersucht, wie das so funktioniert. Und daraus, also wobei das, es ist wunderschön, dass du das ansprichst. Du hast vorhin zu Recht dieses Kapitalverbrechen der sexuellen Hirndominanz bei Freud bis in die heutigen Tage angesprochen. Behaviorismus ist dasselbe letztendlich in Grün. Ja. Menschen zu konditionieren oder davon auszugehen, dass ich sie in dieser Weise konditioniere, geht ja auch von einem Menschenbild aus, was auch nur noch, also ich sag mal, indiskutabel ist, um es sehr höflich zu sagen. Ja, das wird aber nicht ausgesprochen, sondern da muss man drauf kommen, dass man sagt, Moment mal, das nennt sich dann Black Box, das heißt, die Beweggründe, warum das Meerschweinchen, die Ratte, die Maus oder unser Kind sich irgendwie verhält, ist überhaupt nicht interessant, sondern es verhält sich in irgendeiner Weise, warum ist egal, und dann kommt die Konsequenz. Und mit der Konsequenz, Belohnung oder Bestrafung, lenke ich das Verhalten. Und ich reduziere damit das Kind auf einen seelenlosen Automaten, das Meerschweinchen natürlich auch. Und diese Ergebnisse, die man da gewonnen hat, die wurden dann auf die Kinder angewandt. Zum Beispiel haben wir alle ganz tief verankert, alle, auch wenn wir von das Wort Behaviorismus noch nie gehört haben und das alles überhaupt nicht wissen. Wir haben alle ganz tief verankert im Umgang mit einem Kind, wenn es was falsch gemacht hat. Man muss sofort die Strafe auf dem Fuße folgen lassen, sonst lernt das Kind das nicht. Weil natürlich diese armen Ratten da in ihrem Labor, die überhaupt nicht wussten, worum es überhaupt geht und so, die mussten sofort ihren Stromstoß kriegen und ihr Brekki. Und dann haben sie irgendwann gelernt, ja, ich muss rechts lang laufen, dann kriege ich das Brekki. Unsere Kinder sind ja viel komplexer. Sie haben, und Ratten im Übrigen auch, aber unsere Kinder noch viel mehr. Ja. Unser Kind hat ganz, ganz tiefe Gründe für das, was es tut. Und das sind ganz sinnvolle, eben diese Bindungsphysik, ganz sinnvolle Abläufe. Und das ist wie so ein Tanz zwischen Kind und Eltern. Und wenn man das weiß, und wenn man weiß, dass zum Beispiel Aggression immer die Folge von Frustration ist, dann sehe ich nicht mehr ein aggressives Kind, und die Gene hat es wahrscheinlich von meiner Schwiegermutter, sondern ich sehe ein frustriertes Kind und kann gucken, aha, Moment, warum ist dieses Kind jetzt frustriert und warum gelingt es dem Kind in diesem Moment nicht, über seine Frustration zu weinen? Denn wenn das Kind sagt,
oh Mama, das klappte mal nicht, ich krieg den Legostein da nicht rein. Ein solches Kind ist nicht aggressiv, aber wenn ein Kind von seinen Gefühlen weg ist, weil es cool ist, dann sagt es eben nicht, oh Mann, das ist so blöd, ich schaff das nicht, sondern ach, dieser blöde Legostein und blöde Mama und überhaupt blöd alles. Das ist im Grunde der, wie so ein Notventil ist die Aggression. Wenn es mir nicht gelingt zu merken, hier komme ich jetzt so nicht weiter, das muss irgendwie anders gehen. Ich komme sozusagen zur Ruhe, indem ich merke, so geht es jetzt nicht. Und wenn dieser Weg versperrt ist, weil ich das nicht fühle, weil ich ja cool bin, dann werde ich aggressiv. Wenn ich das weiß, dann weiß ich, wenn mein Kind sagt, blöde Mama, oh ja, du würdest jetzt so gerne noch einen Keks essen. Ja, kriege ich einen. Nein, Mama hat Nein gesagt, es gibt jetzt keinen Keks mehr. Ich weiß warum und ich weiß auch, ich muss mich da gar nicht drüber aufregen. Das Kind, ich kann eben beim Kind, oh, du hättest so gern einen. Ne? Ja, und dann kann ich mein eigenes Kind noch trösten dafür, dass ich ihm keinen Keks gebe. Und dann kann das Kind trauern und... Und dann kann dann bis zum Mittagessen noch fröhlich weiterspielen, weil die Energie, diese Frustrationsenergie, ich will aber einen Keks, ist dann gelöst. Okay, ich kriege keinen Keks, ich habe die Trauer gefühlt und weiter geht's. Was machen wir stattdessen im Zusammenhang mit diesem Behaviorismus? Nicht nur, dass wir denken, sofort Strafe, sondern auch, die Kinder sollen nicht weinen. Dass wir denken, wenn unser Kind weint, dann haben wir was falsch gemacht. In Wirklichkeit ist Weinen ein Ausscheidungsmechanismus des Körpers, das heißt... Und der Seele. Der Seele. Wenn wir ganz frustriert von etwas sind, ob das jetzt der Legostein ist, der nicht passt, oder Oma, die krank ist oder die doch nicht kommt oder so, wenn wir das wirklich fühlen, dann zuerst versuchen wir immer was zu ändern. Ich will aber und so, Oma soll aber kommen oder so und sind dann sozusagen, so wie ich das jetzt auch schon hier andeute, auf Adrenalin und wollen kämpfen, was ja auch gut ist. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir merken, nee, das klappt alles nicht. Ich kann da jetzt nichts dran ändern. Und damit wir das akzeptieren können und wieder zur Ruhe kommen können und dann unser Leben trotzdem weiterleben können, müssen diese ich will aber Botenstoffe ausgeschieden werden. Und das geht dann über die Niere nicht schnell genug. Und deswegen haben wir dann die Tränen. Und diese Tränen, der Volksmund weiß das in seiner Weisheit, das sind die bitteren Tränen. Die sind ganz anders zusammengesetzt als die Tränen beim Zwiebelschneiden, wo es nur darum geht, die ätherischen Öle der Zwiebeln wegzuspülen. Das sind bittere Tränen, die enthalten ganz viele wirklich andere Stoffe, eben diese bitteren Stoffe. Und wenn ich die weinen kann, dann umso schneller kann ich mich daran gewöhnen. Und ich bin in Dortmund geboren und wenn da so die Bergleute, diese ganz harten Männer, wenn die dann von einer Beerdigung kamen, dann sagten die, oh ja, und dann, als der Jupp dann beerdigt wurde, Mann, da hatte ich aber auch Pipi in den Augen. Und das ist mir so haften geblieben als Kind und dieses Pipi in den Augen trifft genau den Punkt. Denn dieses Weinen, der Tod ist ja die ultimative Vergeblichkeit, er ist jetzt weg und kommt jetzt so nicht wieder und ich werde ihn nie mehr im Arm halten und so. Und dann helfen die Tränen mit und deswegen sind diese Tränen, nicht die Krokodilstränen, Mama, gibst du mir jetzt den Keks, sondern und auch nicht die Wuttränen, sondern dieses, wo das Kind so... wirklich zur Ruhe kommt darin. Die sind total wertvoll und kostbar. Und das ist zum Beispiel was uns ausgetrieben wird, was wir nicht wissen. Und wenn wir das wissen, gehen wir ganz anders mit unseren Kindern um. Und wir merken dann, ach, es fühlt sich auch für uns besser an. Und das ist eben diese Brisanz, von der ich sprach. Ich habe, als ich das Buch las, dann gemerkt, bei vielen Dingen habe ich gemerkt, das habe ich genau so gemacht, aber ich habe mich blöd dabei gefühlt, weil ich dachte, eigentlich wird von mir was anderes erwartet. Ja. Und das habe ich jetzt tatsächlich genau so gemacht, wie man es nicht machen soll. Aber wenn ich drüber nachdenke, hat es sich auch blöd angefühlt und ich habe es gemacht, weil ich dachte, das muss man doch so machen. Und diese Unterscheidung, dass wir praktisch, dass das, was wir in unserem Kopf wissen, wieder zu dem passt, was wir sowieso im Herzen und in jeder Zelle tragen, das ist das, was wir jetzt brauchen, denn die Gesellschaft, die Politik, die Kultur, die Tradition, die hilft uns jetzt nicht mehr. Die Traditionen sind auseinandergefallen, die Gesellschaft ist nur noch auf Geld verdienen und dass die Frauen so früh wie möglich wieder, und die Männer sowieso, ist noch ein anderes Thema, wieder erwerbstätig sind, konzentriert. Und es hilft uns nur, dass jeder von uns
selber sozusagen diese Information hat und selber sich dadurch labyrinthiert und in der Lage ist zu erkennen, was braucht mein Kind jetzt. Und deswegen habe ich ja eben dieses Neufeld-Institut in Deutschland aufgebaut mit diesen Fernkursen, wo Eltern einfach wieder in Einklang mit ihrer Intuition gebracht werden. Das heißt, im Grunde nur erinnert werden an das, was sie eigentlich schon wissen, was sie aber nicht zugelassen haben, weil in allen Medien und in allen Sachen was anderes erzählt wird. Das heißt, das ist, glaube ich, wichtig, dass du das nochmal angesprochen hast. Man kann das wieder aktivieren, man kann das lernen. Und Neufeld hat da eine ganz wichtige Arbeit geleistet, die aber eben hier in Deutschland auch verfügbar ist. Und insofern sich als Eltern nicht beirren lassen, sondern einfach diese Dinge aktivieren, die ohnehin da sind, die wir wissen. Und das Ganze ist dann etwas, was in ganz besonderer Weise natürlich dem Wohl der Kinder dient und nicht das, was uns hier, ein wirtschaftliches, ein staatliches, ein Zugriffs an ein übergriffiges System uns erklären will. Genau, es stärkt die Familien. Ganz herzliches Dankeschön, liebe Zuschauer. Wir blenden die Internetadressen von Neufeld-Institut und in neufeldinstitut.de oder kommen ein. Dort gibt es die schon angesprochenen Informationen und Möglichkeiten, all das, was die Eltern von Ihnen, von euch sind, ohnehin ganz intuitiv wissen, auch wieder aktiviert werden kann im Sinne der Familien und natürlich im Sinne unserer Kinder. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit ein herzliches Dankeschön, tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.